wir sind nicht auf dem ersten Kontinent, nicht auf dem zweiten und auch nicht auf dem dritten, sondern auf dem Nordpol. Oh Gott, nein! Auf dem siebten Kontinent. Siebter Kontinent ist gemeint. Und er zählt auch noch das falsche Ding in England. Oh, ist doch Karten nochmal von vorne. Nein, also es ist tatsächlich kein Erfolg. Kriegen wir jetzt wieder eine von den Karten? Das schon. Das ist nur folgendermaßen, die nehme ich, okay? Herbal Mixture, da kann ich dir vielleicht sogar dann auch schon wieder helfen. Das heißt, du kriegst jetzt also erstmal geht dein Item 1 runter. Und du kriegst eine negative Zustandsveränderung normalerweise. Each Wolf Character takes 104. Okay. Meine Güte, was machst du auch für ein Zeug immer? Meine Güte. So viel zum Thema mutig sein. Einmal mutig sein, dann kriegt man direkt eins in die Fresse. Genau. 88% in die Fresse. Genau. So. Wie bei Broom Service immer feige spielen, ne? Das ist jetzt sozusagen deine. Ah, ich lese das gerade mal vor, ne? Ja, darfst du gerne. Superficial burn, deep cut or fractured bone. Injuries on the seventh continent can be extremely life threatening. Ja, Mua. You are injured. Das heißt, also man kann du kannst eine Aktion machen, um das sozusagen zu entfernen. Genau, das ist, gibt es eine Aktion, eben heilen. Mhm. Da hilft jetzt meine Herbal Mixture leider nicht, die ich da gezogen habe. Die lege ich jetzt auch nochmal hier. Das heißt, das habe ich jetzt sogar noch als Handkarte. Das heißt, Ich weiß jetzt nicht, ob die sozusagen als Handkarte sind, important. Jetzt kann man das nochmal gucken. Negative, also es ist sozusagen eigentlich vom Ding her, würde ich sagen, es belegt keinen Handkartenslot, weil es nicht blau und nicht grün ist. Ah, okay. Sonst könnte man das ja theoretisch, wenn man es ganz blöd. Na, guck mal, Action Consequences. Ach, genau, ja. Das kann in bestimmten Fällen halt negative Seiteneffekte haben, dass du. Das heißt, momentan keine negativen Konsequenzen, genau. Aber kann dann im Laufe des Spiels. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt also einfach nochmal mit 3 Karten. Ja, dann. Ah, haben wir schon. Sehr gut. Dann haben wir hier die Schneeschuhe, dann haben wir die Think-Fähigkeit und wir haben die Schaufel. Ne? Schaufel. Jetzt gucke ich mal, was das hier macht. Randomly take up to 7 cards from the action deck. You may add 1 card to your hand and must shuffle the other cards back into the action deck. And or the discard pile you choose for each card. Discard this. Also das heißt, da kann man sozusagen sich eine Karte dafür aus dem Deck raussuchen und ein paar Karten, theoretisch Fluchkarten, könnte man dann rausschmeißen. Es ist die Frage, ob man das wirklich will. Also ich würde eigentlich eher gucken, dass wir was von dem Werkzeug nehmen. Ich finde jetzt eigentlich die Schaufel hier nicht mal so. Die Schaufel ist richtig gut. Jetzt kann man gucken, was ist das für eine Fähigkeit? Stamina. Stamina, wer hat Stamina-Sachen? Nee, bislang nicht. Bislang nicht. Georg hat schon alles 3 blau voll. Das heißt, es macht fast Sinn, dass du es nimmst, hätte ich jetzt gesagt. Nehme ich das mal. Take the shovel. Hat dann eben auch den positiven Nebeneffekt. Das würde ich würde die tatsächlich gleich mal bauen. Okay. Also, beziehungsweise wir haben jetzt auch den Erfolg da. Ja. Das heißt, das könnte man noch abhandeln. Das könnte man abhandeln. Das heißt, wir entfernen das und legen die 26 raus. Wenn man jetzt aktiver Player, das habe ich jetzt nicht gekriegt. Du hast immer noch probiert. Okay, alles klar. Ja, ich bin einmal abgerutscht, habe mich dabei am Oberarm hier verletzt. Ganz deutlich, habe mich am Oberarm verletzt. Weil rein theoretisch hätten wir einen aktiven Spieler auch ändern können jetzt, oder hättest du ja auch machen können. Das hätte auch sich machen können, aber dann hätte er trotzdem mitmachen müssen, weil wir sonst das Seil ja nicht gehabt hätten. Ja. Seil ist noch eins runter. Alles klar, ja. Jawohl, oh ja. Das heißt aber, ich könnte jetzt im Prinzip das Ganze ja wieder hochdrehen, indem ich mir irgendwie wieder einen weiteren Skill drunter packe. Genau, das ist sozusagen, würde ich tatsächlich sagen, wäre auch ein guter Plan. Das heißt beim nächsten Skill. Genau. Finally, you make it to the top of the rocky peak. The ocean stretches as far the eye can see in every direction.
This volcanic island is only about half a mile long, and from what you have seen, the resources look too scarce for you to survive here for more than a few days. Das heißt, wir müssen von dieser Insel am besten möglichst schnell runter. Wer hätte es gedacht? So. You notice a path to the south, apparently free of any jets of stream, constantly looking for an easier means of access. You carefully walk back down from the peak. Banish the terrain card you are standing on and replace it with a 10 card. Also wir nehmen jetzt quasi nochmal so eine 10 Karte und schmeißen das Ding da weg. Okay. Das heißt, die kommt auch da auf the past. Die kommt auf die, genau, wie gesagt. Okay. Und da jetzt keine grüne Karte mehr da ist, gibt es hier diese goldene. Yay. Yay. A golden 10. Hi, Amua. Und da kommt es noch. Hey. Und da haben wir jetzt sozusagen. Da geht es in den Süden. Da brauchen wir so eine Exploration Card, jawohl. Oder wie heißt man die genau? Ja, Exploration Card. Okay, schön. Dann haben wir ja gesagt, okay, ich würde jetzt als nächstes mal hier dieses Ding da bauen, weil, nee, halt nicht, das ist so eine Schaufel. Die Schaufel würde ich bauen. Das ist noch meine Handkarte, die nehme ich jetzt tatsächlich mal auf die Hand, dass ich da nicht durcheinander komme. Wir können es ja einfach so schräg packen. Ja. Die als Hand. So, da ich jetzt hier den Stein habe, der Stein ist da vorhanden, kann ich das um 2 billiger bauen. Das heißt, also ich gucke jetzt nochmal bei Craft, nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn erzähle. Denn ich bin da normalerweise der Großmeister davon. Ich bin in der Gruppe schon legendär für meine Regelerklärung. Und deswegen better safe than sorry. So, exploring the continent, crafting an item. Gut, dass wir dazu nichts sagen brauchten jetzt, ne? Das habt ihr zum Concordia-Video da ausnahmsweise mal unberechtigterweise getan. Ja. Das will ich jetzt hier auch nochmal klarstellen. So, the items you craft are made of resources, also die Gegenstände, die ihr herstellt, werden aus Rohstoffen hergestellt. Wer hätte es gedacht? Oh. Wenn diese Rohstoffe auf der Terrainkarte, auf der ihr euch befindet, da sind oder auf einer Permanent-Event-Karte da sind, dann kann man die Anzahl der Kosten, also die Anzahl der Karten, die man ziehen muss, um das zu machen, entsprechend reduzieren, wie es da steht. Okay. Genau. Also eigentlich selbsterklärend. Ja. So. Okay. Dann das heißt, du brauchst jetzt nur eine. Eine muss ich aufdecken, remember. Okay. Choose a card in the discard pile to and add it to your hand. Discard this. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, ob wir hier so ein Skill drin haben. Weil wenn wir das tatsächlich haben, würde ich sagen, kriegt der Benny die Karte. Das wäre cool. Dann kann er nämlich sein. Ja, tatsächlich, wir haben ja einen Skill. Der Feuerstellen-Skill, der ist schon ziemlich mächtig. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal dir diese Karte geben. I remember. The Fire-Skill. So, genau. Jetzt hast du 3 Handkarten, ne? Genau. Zählen jetzt, die hier zählt zu den 2 mit? Nein. Nee, okay. Das heißt, ich hätte jetzt bloß 2 Handkarten, könnte noch eine weitere Skillkarte quasi nehmen. Die rote zählt da nicht dazu, also zumindest habe ich das hier. Du hast schon 3 grün, 3 blau. So. Handkartenlimit technisch. Beziehungsweise die 2 grün. Aber das ist hier doch sehr half in hand. Das sind die roten Karten. Das ist auf dieses Effektsymbol. Ja, ja, klar, weil das ist auch trotzdem wieder ein Player Must. Ja, aber guck mal, das ist, du sagst jetzt gerade, ja, diese, genau. Dieses Symbol bedeutet, ja, that the player must discard one card from the top of the action deck for each. Also, Red Hand? Das ist eine State Card, also Statuskarte. Der Spieler muss für jede rote Karte, die er auf der Hand hat, eine Karte auf dem Action. Die er auf der Hand hat, genau. Ja. Ja, aber nur wenn dieses Symbol kommt. Nur wenn klar, aber die auf der Hand hat. Also ist das eine Handkarte. Ja, aber das Handkartenlimit ist ja hier relativ klar definiert. Blau, grün. Ah, okay. Dann Limit ist das für blaue Karten und Limit für grüne Karten. Jetzt. Limit für rote Karten gibt es nicht. Ja. Ein Limit für rote Karten ist, dass du halt irgendwann nicht mehr handlungsfähig bist. Also dann, okay, ja gut. Ja. Und es gibt gut, der Benny ist ja eh so ein bisschen schräg drauf. Also insofern ist das richtig, dass die rote Karte schon da ist, ne? Genau. Also Hauptsache, wir beide können die Insel verlassen, ne? Ja, genau. Ja, lasst mich zurück. Ist okay. Genau. Ja, irgendwer muss die Feuerstelle ja bewachen, ne? Genau. Die dann haben, letztendlich. genau, so viel dazu. Dann würde ich sagen,
machen wir jetzt einfach mal weiter und gucken. Jetzt bietet sich es eigentlich, es drängt sich geradezu auf, dass wir jetzt einfach. Der Router zu explodieren, ne? Die da. Was machst du das, Georg? Das ist eigentlich. Ach, stimmt. Wer macht das? Der Georg. Kannst du mal machen. Lass mal. Hey, ich möchte auch Mary Poppins macht das jetzt. Mary Poppins macht das? Die heißt doch gar nicht Mary Poppins. Nee, Kingsley natürlich. Kingsley, so. Guck mal. Nimmst du einfach zu dir. Genau. A plump seagull is hopping around just a few yards from you. You are a vegetarian, just ignore. If you are a vegetarian, just ignore it. Nein, ich bin nicht vegetarisch. Also eine dicke Möwe, ist doch eine Möwe, ne? Seagull müsste Möwe sein. Ja. Ja. Hüpft ein paar Meter von dir entfernt rum. Also Yards ist ja fast ein Meter ungefähr. Also die komischen Engländer können sich ja keine ganzen Meter leisten. Ja. Deswegen haben sie so einen verkrüppelten. Wenn du Vegetarier bist, ignoriere sie. Georg hat gerade gesagt, er isst keiner. Bin keiner. Du hast eine Pizza 4 Käse gegessen. Das könnte man als Vegetarier durchgehen lassen. Ja, ja, ich bin aber trotzdem kein Vegetarier. Das ist vegetarisch, aber nicht vegan. Aber das ist ja, geht ja hier nicht drum. So, die Karte hat jetzt tatsächlich das erste Mal das Lock-Symbol. Das heißt also, ich kann schon mal so viel sagen, wenn wir die erlegen, kriegen wir Karten zurück. Wir können aber maximal eine Karte dafür ausgeben. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir das irgendwann machen, wenn wir, also das können wir auch... Auf das Jagen-Symbol? Nee, habe ich nicht. Schade, ich dachte, ich hätte da einen Bonus gehabt, aber das ist ein liegendes, ein Kompass. Genau. Jetzt schauen wir mal, was hier ist. Das war doch das Jagen, nee, war es nicht. Anker. Ah, hatten wir dann doch nicht, okay. Nee, das ist vielleicht irgendeine Karte, die hier drin ist irgendwo. Angelsymbol ist das, ja. Ja, aber nicht dieses Jagensymbol. Okay, das heißt, das hier würden wir uns jetzt aufheben. Die legen wir dann legen bis wir einfach quasi das da. Das kann man theoretisch auch von hier machen, das zeigt gerne alle Richtungen. Mhm. Ja, okay. Das heißt, dann würde ich sagen... Wir wandern mal rum, oder? Wandern wir mal rum. Das heißt, von da aus, dadurch, dass wir jetzt hier sind, können wir quasi... kostenlos laufen, weil wir hier null Karten ausgeben müssen. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir sagen, okay, wir haben jetzt nicht, ich würde fast sagen, wir gucken erstmal. Wir laufen erstmal ein Feld kostenlos, oder? Genau, würde ich auch sagen. Alle rüber, ja klar, passt. Alle rüber, zack. So. Dann können wir da flippen. Okay, wer flippt oder gemeinsamer Flip? Ich würde sagen, es flippt eigentlich immer einer, das ist normalerweise sicherer. Ich würde mal sagen, du machst es nicht, weil du schon verletzt bist. Dann, Ladies first. Ladies first, ja, komm, dann mache ich einfach mal. Ihr seid natürlich hier. Sehr hoch, ja. Also. You have picked up a large shell you can blow into. Also du hast eine große Muschel aufgesammelt, in die du reinblasen kannst. Genau. Das erinnert mich an den Boromir, ne? Der hat doch auch seinen Horn geblasen. So. Und da kann man sozusagen auch hier also Musik machen. Um Erfolge zu sammeln oder also billige Erfolge zu bekommen oder weniger Karten ausgeben zu müssen. Das kann Georg jetzt einfach so frei auf die Hand nehmen und dann jederzeit craften oder wie? Das ist sozusagen direkt ein Item, das er nehmen kann. Also okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist, wenn das sozusagen... Eine 3 drauflegen. Ob das sozusagen... Weil das ist ja nicht eine Action-Card, die wir jetzt gezogen haben, oder? Nee, das ist die... Nein, das ist eine Erkundungskarte. Erkundungskarte, genau. Die haben wir geflippt. Ich habe das geflippt und jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit dem Resolven ist. Ob ich die einfach so weitergeben kann. Ah nee, genau. Du hast das ja geflippt, richtig, nicht genau, Georg. Du warst ja dieses Mal der Flipper. Ihr pickt aber... Slip. Nee, das ist meine. Die muss ich nehmen. Aggressiveness Music. So, ich blicke jetzt mal. Kannst du das mal irgendwie da drüben? Aggressive Musik. Legen wir mal da drüben hin, das brauchen wir nicht so oft. Oh, ja. Komm, ja. Genau. Legen wir so ein bisschen. So, das heißt, dann lege ich die mal so hin und dann kommt da mein zweiter Würfel drauf. Das heißt, ich bin jetzt itemtechnisch voll ausgestattet. Und dann haben wir da die Karte mit der Nummer 6. Mhm. There is no smoke here. Some moss and even a few bamboo like canes grow in this area. Bamboo like canes. Okay, so, da haben wir Bambus, den kann man vielleicht auch für das Craften von irgendwelchen Items gebrauchen, genau. Bisher nicht, bei dir? Bei mir kann ich das brauchen. Okay. Wir haben jetzt hier dann noch verschiedene Möglichkeiten, wir könnten einfach das da nochmal flippen. Wir könnten hier noch erkunden, beziehungsweise hier können wir doppelt erkunden, ne? Einmal, zweimal. Ja, dann würde ich das sagen, dann machen wir mal
erstmal die. Also ich könnte mir ja dieses Feuerstellen-Item auf jeden Fall jetzt mal zurückholen, ne? Das könntest du auf jeden Fall. Was hast du da für ein. Was brauchst du? Achso, genau, ja, stimmt, das wollten wir machen, ne? Die discard ich. Und krieg dafür das Feuerstellen-Item. Das ist ein Skill, aber ob es denn jetzt Sinn macht, da unten drunter zu schieben? Ja, dann hast du. Eine 1, bekomme ich 3. Richtig. Und craften. Oder ist ja 3 Feuerstellen. Das ist cool. Ich habe das Seil, macht minus 1. Ich habe den Schild. Sag mal. Wir haben. Ich habe das Seil. Oder nicht? Ich weiß nicht, zeig mal. Macht das das? Ich glaube, nee, ich glaube, das ist Flux, den du brauchst. Und okay. Das heißt, dann, du musst halt eine Karte dafür ausgeben. Und das ist das dann nicht. Das tut nicht so weh. Okay. Dann eine Karte. Dann würde ich das nämlich craften und das drunter schieben. Learning by doing. You may discard this during the cost step of an action you are involved in order to apply the following effect. Also man kann da sozusagen billiger irgendwas herstellen. Mhm. Macht das bei dir Sinn? Hast du gerade was, was du craften kannst? Ich habe was, was ich craften kann, allerdings hat es dann sozusagen keinen Bonus, aber ich hätte... Also ich könnte das halt mit dem da oder mit dem da kombinieren. Und das ist jetzt die Frage, ob ich das kombinieren will. Aggressiveness, Serenity, Will. Hat von euch noch irgendjemand eine Handkarte zum Craften oder irgendwas? Gerade nichts. Nee, leider nicht, ne? Ja, dann würde ich das nehmen. Dann vielleicht bei Gelegenheit. Also ich würde es jetzt nicht direkt machen, weil momentan habe ich noch... Das hast du aber 3 blaue Karten dann auch, nein, 2. Ne? Die zählt nicht? Die zählt nicht, nee. Das ist ja ein Item. Das habe ich schon gespielt. Okay, spielen wir die auch. Okay. Ja. Gegenstand. Okay, das heißt, jetzt können wir munter noch exploren. Jetzt können wir munter noch exploren, ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das so gut ist, wenn wir da alle beteiligt sind, wenn es irgendwelche... Soll ich mal machen, was exploren? Ja, du kannst momentan für einen Schritt nach unten gehen. Oder das hier, oder wir drehen das jetzt einfach um. Oder hier vor oben. Ah, nee, vorne. Übrigens, was ich vergessen hatte zu erklären, was wir jetzt, glaube ich, auch ein, zwei Mal falsch gemacht haben, ist, man kann sozusagen von den aufgedeckten Karten eine in die Hand nehmen oder einem anderen beteiligten Spieler geben. Haben wir ja gemacht, so. Nee, ich bin immer beteiligt. Ja, ist egal. Doch, ne? Ach so, beteiligt. Ah, okay, das war. Ja. Ach so, das heißt, im Zweifelsfall hätten wir immer beteiligt sein müssen. Genau. Okay. Ich würde einfach mal sagen, dass es Sinn machen würde, dass du mal deine Wunde da loswirst. Ja. Für 3 Erfolge? Für 3 Erfolge, das heißt, da musst du 5 Ziegen aufdecken. 5 Karten wäre schon. Oh, okay, dann probieren wir es. Hey, jawohl. Achso, wir hätten vielleicht noch sagen müssen, wer alles beteiligt ist. Ich glaube, wir haben alle keine Wunden, das heißt, wir sind beteiligt. Jawohl. Und da haben wir sie schon. Reicht doch schon, oder? Oh! Ja, okay, jetzt gucken wir mal, was Schönes ist. Was ist das denn hübsches? Ach, sieh an! Jagen! Eine Falle! Na, sehr schön. Aggressiveness! Das wäre ja perfekt für dich, weil ein Erfolg und 2 mögliche Teilerfolge. Auf Jagen! Das wäre ja hier die blöde Möwe. Das wäre die blöde Möwe, ja. Dann lass mal rüberwachsen. Ich glaube, das macht jetzt gerade meistens Sinn. So. Dann discarden wir den Guck mal nach, ob wir irgendwas brauchen könnten, weil wir hinterher was aus dem Discard-Pile ja wiederholen könnten. Ne? Hier könnte man Sternchen discarden für ein Sternchen. Na, da würde ich hier wär Dingens auf diese Proben. Die Mind-Probe habe ich auch. Also brauchen wir nichts. Hier könnte man eine Karte aus dem Discard wiederholen, eine Remember. Mhm. Aber ich glaube, da macht es tatsächlich Sinn wegen der Möwe. Und ich würde jetzt eine 105 kriegen. Lege ich die jetzt auch hier ab, oder? Nee, du kriegst keine 105, sondern Discard. Wir haben ja Erfolg gehabt. Weiß ist Erfolg. Ach so, Erfolg, Return This. Ist... Ah, so. Gut. Return This und tschüss. Return This, das heißt, das kommt wieder zu den 104ern. Das heißt, Gott sei Dank, sehen wir mal. Haben wir dich mal geheilt, ne? Ja. Oh, meinem Arm geht schon wieder besser. Ich habe extra eine Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht. Also, hast du schwer was kosten lassen, ne? So. Ja, 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 ja. Also, ich... würde dann einfach als nächstes mal dieses Item machen. Ich würde jetzt diese Karte aber nicht ausgeben, da wir da sozusagen schon einen Rohstoff dafür haben, nämlich diesen Stein. Muss ich eh plus 1 aufdecken, ne? Muss ich eh nur eine aufdecken und ich würde sagen, ihr macht einfach alle mit. Ja. Jawohl. Skill, das ist doch dann mal was für ein Benni, ne? Ja, aber ich kann nicht auf 7 hoch. Das heißt, ich müsste es erst einmal nutzen, um danach dann wieder voll zu gehen. Du kannst zum Beispiel eine Feuerstelle machen. Ja. Okay, das heißt, ich kann die auf die Hand nehmen, genau, Feuerstelle und dann craften. Genau.
macht auch Sinn, da an der Stelle, wo wir gerade sind, eine Feuerstelle zu machen, weil das, ja, das eben... zentraler Durchgangspunkt. Aber craften will ich die jetzt noch nicht, weil das kostet mit 5 dann doch noch einiges. Ja, da hätten wir vielleicht dann doch die Karte eher dir geben sollen. Ne? Was macht das jetzt hier für einen Effekt? Das war das, wenn du... wenn du sozusagen eine Probe machst und... Könntest du da nicht die Karte nehmen? Ich könnte die auch nehmen, aber das hätte halt bei mir den Nachteil, dass ich keinen Skill damit hochdrehen kann. Also, ach so, okay. Ja, das war ja der Hintergedanke. Und dann könnte also, man das Raft halt öfters benutzen. Ja, wie war das hier mit der plus 5 jetzt nochmal, wenn ich... Das ist so, wenn du Nummernkarte aufdeckst, die sozusagen... Also wenn du eine Aktion machst, ja, und das Item benutzt. Ja. Und als Effekt ist sozusagen da, dass die, das steht hier, wenn dann an dieser Nummernbox sozusagen von dem Effekt, ja, so eine Flagge dran ist, so eine blaue, dann, ja, kannst du entscheiden, okay, entweder du nimmst die Karte mit exakt der Nummer in der Nummernbox. Ach so, oder plus 5. Oder plus 5. Okay, gut. Ja. So. Gut. Hm. So, Moment mal, das war jetzt gerade noch von welcher Aktion? Vom. Das war jetzt vom Craft, nee, vom. Vom. Das war von meiner Aktion hier. Ah, richtig, genau, vom Craften, richtig. Good. So, dann können wir uns entscheiden, ob du jetzt dann sozusagen da direkt ein Feuer hinlegst. Dann müssten wir jetzt 2 Karten aufdecken. Und du würdest dein Ding da. Für ein Feuerchen 2 aufdecken. Nee, für ein Feuerchen muss ich nur 1 aufdecken. Ah, weil okay, ich habe ja noch hier den Vorteil aus der Feuerstelle. Hier ist das Feuersymbol. Also das heißt, dann kannst du eine Feuerstelle für 1 setzen. Also wir craften nicht. So. Gut, aber du verwendest das Seil, aber du gehst also auf 2 runter. Gehe ich dann auf... Dann gehe ich... Auf nee, zwei ich gehe auf 2 runter, weil ich die Feuerstelle baue, oder? Du gehst auf 2... Ja, aber das ist ja ein Item. Das heißt, also ein Gegenstand. Das heißt, du drehst deinen Würfel von 3 auf 2. Ja, genau. Richtig. Und hast dann sozusagen eine Feuerstelle gemacht, genau, und musst jetzt eine Karte halt ausgeben, weil du das hier um 1 vergünstigt hast. Richtig, 2 um 1 vergünstigt, macht eine Karte aufdecken. Ihr seid alle beteiligt natürlich an dieser Aktion. Genau. Friction Fire... Das ist natürlich jetzt ganz... Vigilanze. Ja, das ist dann irgendwie, muss dann entweder der Benny oder ich nehmen. Du kannst jetzt natürlich als... das macht jetzt da... Put a Firefinger. Achso, ich darf hier meine Feuerfinger reinstellen. Ich könnte mal auch die eine Karte da wegwerfen, oder? Die sie hier erstmal. Die können wir uns hinterher irgendwann vielleicht aus dem Discard-Pile holen, dass wir die dann mal wieder verwenden können. Ja, du kannst ja theoretisch auch randomly da sozusagen einfach sagen, okay, du hast jetzt einfach eine, also, you may discard this during the result step. Ich denke, discarden ist, genau, das kommt in den Discard-Pile. Randomly draw one additional card from the Discard-Pile. Das heißt, dann ziehen wir jetzt einfach da noch eine zusätzliche. Genau. Und dann können wir da sozusagen noch entscheiden, was wir da haben wollen. Genau. Das heißt, dann haben wir jetzt die Wahl, ob wir sozusagen nochmal so einen Friction Fire haben wollen. Das würde ich aber tatsächlich ehrlich gesagt. Ich denke, du musst auch diese Feuerstellenkarte da, weil der positive Effekt ist Discard This, also diese Feuerstellenkarte kommt jetzt, denke ich, weg. Ach, das kann ich eh bloß einmal einsetzen. Ja, das heißt, dann könnte man vielleicht sogar doch tatsächlich dir einfach das dazu schustern. Okay, ach so, die hat eh bloß eine 1. Ach so, Karten mit einer 1 haben automatisch ein Discard This mit drauf. Nö, ne? Muss nicht unbedingt sein. Ach, haben jetzt beide, ne? Ja, das ist halt... Jetzt okay, das heißt, die discard ich und die nehme ich auf die Hand, okay. Na dann. Ja, aber warum wird die Discard? Ich dachte, der hat 2 Möglichkeiten dann durch die 2. Nee, aber es ist ja Discard, Dis steht explizit drauf. Dann wird es hier auch trotzdem runtergedreht, der Würfel. Mit Sicherheit, ja. Okay. Gut oder nicht gut. So. Aber ich könnte ja theoretisch das hier könnte ich auf den zweiten Skill-Platz nehmen. Das könntet auf dem zweiten Skill-Platz nehmen. Das ist halt die Frage, ob du das sozusagen oder nicht dann lieber erstmal das Craft baust. Nee, später dann. Das nutze ich später dann. Das Craft baue ich hier rein. Um hier auf 6 wieder hochzugehen. Das ist ein bisschen Skill. Ja. Was hat denn das für Rohstoffe? Was braucht das? Holz und Bast. Oder dieses Seil. Seil. Ja, okay. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo an Holz kommen. Haben wir das hier auch abgelegt, ne? Das haben wir auch abgelegt, ja, genau. Okay. So, dann würde ich sagen, marschieren wir doch einfach mal alle darüber. Hier rüber, das gemeinsam. Einfach mal aufdecken. Ja, würde ich sagen. Du darfst. Life Jacket. Sehr schön. Wow, super. Überlebenswichtig, eine.
You have laid a little clothing skill. Das ist ein Skill. Dann würde ich sagen, den geben wir doch einfach mal dir. Sowas aber auch. Das heißt, soll ich den jetzt einfach da drunter schieben und auf 6 wieder hochgehen? Jetzt müssen wir mal gucken. Combining an item found or crafted, the player may combine it with an existing item. Ja, genau. Plack. Und okay, hoch. Zapp drunter und auf die 6 hoch. Genau. Wundervoll. Hübsch. Genau. Meine Güte, das geht aber hier fix. So, dann haben wir da die fix 15. Auf 6. Ja? 15, ich glaube, da war so ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere. The terrain is split into by a small bay. Okay. Da haben wir jetzt sozusagen the waves break and crash loudly against the jagged rocks. Getting to the other side is not going to be an easy task. Okay. Okay, also. Habe ich es mit dem Seil leichter? Nein. Das ist eine Balance-Aktion. Oh, Jesus, ey. Nein, alles nix. Also, wie sehen die Symbole aus? Das ist so eine. Das habe ich leider nicht. Das hat keiner, glaube ich. Genau, das heißt sozusagen, das legen wir jetzt dahin. Und wenn wir da jetzt sozusagen, da müssen wir, die Aktion müssen wir jedes Mal machen, wenn wir da hin und zurück wollen. Da müssen wir jedes Mal 3 Skillkarten ausgeben. Und einen Erfolg. Einen Erfolg müssen wir haben. Und für jeden Spieler oder können wir auch gemeinsam rüber müssen plus 3 Skillkarten ausgeben? Genau, da können wir gemeinsam rüber. Das heißt aber nur sozusagen, wenn wir dann gemeinsam scheitern, dann kriegen auch alle diesen negativen Effekt da. Na gut, aber man könnte ja dann auf Nummer sicher gehen, wenn wir gemeinsam rübergehen. Ja, aber ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal da runter und gucken uns das noch an. Das würde ich jetzt auch, aber hier haben wir auch noch 2 Felder, die wir exploren können. Achso, okay, dann machen wir doch zusammen mal das da. Zusammen? Okay. Würde ich sagen. Ja, also, ja. 1-0 Erfolg, also kommt Deck 1 auf. Wir zusammen, dann können wir wenigstens entscheiden, wer die kann. Wurscht. Weg mit. Was ist ein Fluch? Ja. Und die 34. 34. Schauen wir mal, was die 34 für uns bereithält, oder Georg? Mhm. The bright red seaweed is clinging tightly to the rock. Perhaps it is edible. You tear a piece of seaweed and give it a taste. As soon as your tongue starts to tingle, you spit it out immediately. However, its flexible and strong stem might prove useful. Immediately after this is revealed, take a 29 card from the adventure deck if available. Also. Ja, da haben wir natürlich dann jetzt ein Seil, quasi auf ein Seil gebissen. Ne? 29. Ach ja, da bin ich mal gespannt. The stem of this red seaweed is both flexible and strong. It could easily be crafted into some nice cordage or as a component in other equipment. When this seaweed can be seen on your terrain card, you have the vine resource. Das heißt, also wenn man auf der Terrain-Karte das Seaweed sieht, was wir hier was sehen, sieht, ja. Dann ist das wie, als hätten wir diese... Dieses Flachs oder was das sein soll? Okay. Denke, ja, oder und damit könnte ich hier um 2 günstiger craften tatsächlich. Genau, das wäre das eine. Genau, ich denke, das ist auch das einzige Equipment, das wir momentan so craften können. Okay, das ist jetzt halt einfach für uns so ein... Zusatz, das kommt jetzt in das Journal und Satchel rein. Ah, okay. Genau. Und das hier kommt einfach weg, oder? Das kommt dann. Das bleibt da liegen, weil wir das sozusagen, das ist, zeigt an, dass wir das gemacht haben. Okay. Genau, dann haben wir das Erforschen da. Und dann die machen wir gemeinsam die 013. Das ist sogar 0. Das heißt, wir brauchen keine Karte auf Decken. Hätte ich ja gesagt, wir verzichten drauf, oder? Wir haben genug gerade. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Da gibt es mehrere. Da müssen wir uns hier entscheiden. Benni, zieh mal eine. Nehme ich die? Und die richtige. Ja, jawohl, super. Was ist da drauf? Walk towards the dead seagull. Okay. The active... when you are just a few feet from it, a gout of steam spurts from the ground and severely burns you. This is definitely not your lucky day. Oh no, not our lucky day. The active player. Das heißt, wer war der active player? Ja, wir zusammen. Ich war der active player. Okay, dann. So. Merrily will roll. Ja, ich komme damit zurecht. Wisst ihr, ich war ja Ersthelfter im Zweiten Weltkrieg. Also. Genau.
Oder Zweithelfer im Ersten Weltkrieg? Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwas. Genau, der Zweithelfer im Ersten Weltkrieg. Georg, du bist zwar alt, aber nicht so alt. Okay. So, das war jetzt eine 104-Karte. Ich glaube, das war wieder dieses verletzt. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal vorlesen. You are injured. Zack. Auch bei dir ist es der Oberarm. Nee. Auch der rechte, oh. Genau, also du kannst jetzt zwei Karten nehmen und... drei Erfolge haben dafür. Drei Erfolge brauchst du. Ja. Und ich würde jetzt aber sagen, wir gehen jetzt erstmal zusammen. Ja, und bleib erstmal injured. Ja, genau. Gehen wir runter. Genau. Da müssen wir jetzt eine Karte für zahlen, ne? Müssen wir eine Karte dafür zahlen. Wild Imagination. Zack. Ich kann sie leider gerade nicht nehmen. Du kannst sie leider gerade nicht nehmen? Ja, ich bin voll. Jetzt muss man gerade mal gucken, wie das ist mit dem Karten nehmen, ob das sozusagen ich auch nehmen kann, im Zweifelsfall. Wir sind ja alle drei gegangen. Ja, ja, nee, ich weiß jetzt nur nicht, weil es eine charakterspezifische Karte ist und das ist vielleicht schon eine interessante Frage, ob man die einfach so nehmen kann, wenn man nicht der entsprechende Charakter ist. Das wäre eigentlich was für mich, ne? Ja, du kannst jetzt natürlich auch überlegen, ob eine von deinen Handkarten nicht so wichtig ist. Was hast du denn da als andere Charakterkarte? Die ist halt, auch ziemlich cool. Ne, die würde ich auch behalten, ehrlich gesagt. Darf ich mal sehen, was die macht? Was auch immer die 000 macht. Ich würde vorschlagen, dass du die Karte nimmst dann. Ja, genau. Hast du gut nachgeplappert jetzt? Ja, ja. Also folgendermaßen, warum haben wir das entschieden? Ich habe diese Karte auf der Hand. Also wir haben diese Karte haben wir gezogen. Mhm. Die Karte habe ich auf der Hand. Das heißt, das ist ein Gegenstand, den ich herstellen kann. Ja. Hat natürlich den Nachteil, dass ich die... Warte mal, ich habe hier die Aggressiveness, habe ich festgestellt, gerade gar nicht hochgezählt vorhin. Müsste auf 5 sein. Ja. Ja. Das heißt, ich könnte die jetzt einfach irgendwo drunter legen, unter einen von meinen beiden Stapeln und hätte dann eben den Vorteil, dass ich auf diese Aktion, wie es hier gefordert ist, einen Bonuserfolg habe und ich muss eine Karte weniger ziehen. Ja, das heißt, du müsstest gar keine ziehen und einen Erfolg haben, den einen Erfolg hast du auch. Das wäre Insta-Success. Okay. Das heißt, ich würde tatsächlich einfach die Karte nehmen. Mhm. Wir sind jetzt zwar jetzt darüber marschiert, genau, das war die Karte, die wir dafür bekommen haben. Genau. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, ich werde jetzt der aktive Spieler. Mhm. Ja. Das heißt, ich mache jetzt erstmal das hier, um das zu machen, einfach um ein bisschen Karten zu sparen. Auch wenn wir eigentlich diesen Bambus haben, müsste ich aber immer noch 2 Karten dafür ausgeben, würde ich jetzt einfach diese Karte mit ausgeben. Ja, gut. Einfach um Aktionen zu sparen. Ja. Passt. Mhm. Dann kommen die da weg. Also, die da kommt weg. Ich wollte gerade sagen, nur eine davon. Die kommt hier hin. Okay, dreht zwar nicht nach oben, aber interessiert jetzt uns in dem Fall nicht. Genau. Dann würde ich jetzt einfach sagen, ich mache als nächste Aktion diese Wild Imagination. Jetzt muss ich gucken, was dieses Schloss... Dann geht die nicht auf die 6 dann? Geht die gar, nein, geht die sich gar nicht. Okay. Weil die keinen gemeinsamen... Ah, stimmt, ja, ja. Die hat weder Aggressiveness, noch... Also, weder Aggressivität, noch... Musik. Musik, genau. Ich wollte nur mal testen, ob der Sebastian auch die Regeln noch weiß. Ne? Weiß er nicht, aber egal. Aber das hat doch gepasst, stimmt. Er weiß, wo sie stehen. Genau. So. Genau. Okay. Das Schloss sagt letzten Endes, dass die Spieler nicht die Default-Kosten ändern können. Also die Anzahl der Karten, die gezogen werden muss und die Anzahl der Erfolge, die man braucht. Ah ne, die Anzahl der Karten, die man unbedingt ziehen muss. Außer sie benutzen Effekte von Karten von ihrer Hand oder aus den Inventaren. Was ich hiermit mache, das heißt, ich mache die Karte, mache das um eins billiger und habe einen automatischen Erfolg. Ich zähle das hier runter. Hier steht ja auch noch, you may not take the following action unless there are experience points, was wir ja haben. Ja, genau. In unserem Rucksack. Das heißt, das passt auch. Unless you, genau, you have learned from experience points. Yes. Eine 0 nehmen wir, eine 0er-Karte. Wo die Plural steht und wir haben den Singular. One point. Sollte genug sein, hoffe ich doch mal. Randomly take 4 advanced. Ah, das sind sozusagen auch Möglichkeiten, um. Also, die. Discarded. Das ist sozusagen auch eine Möglichkeit, um Karten zu bekommen, die ich bisher noch nicht kannte. Kommen die nicht auf den Discard? Stimmt, du sagst das. Dass es nachher der Karte fehlt. Genau. Man nimmt zufällig 4 Advanced Skill Cards.
Aha. From the Gamebox. So, das heißt, so randomly take 4, das heißt, wir haben hier die Advanced Skill Cards. Noch nicht gesleeved, Das besorgen wir gleich. Also zumindest mal die in den Sattig reinkommen. Sie sehen nicht nur ein Learn to Play, sondern auch Learn to Sleeve, ja. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal die obersten 4 und dann müssen wir jetzt gucken. Wie viel bekommen wir davon? Das ist die Frage. Spend X Experience Points to purchase the cards of your choice. Oh, jetzt müssen wir die... Wir haben noch einen Experience Point, das heißt, wir können eine Karte... Das ist natürlich jetzt blöd, weil wir uns die alle nicht leisten können. Kosten alle mehr, oder? Kosten alle 4 oder mehr. Okay, das heißt, das ist quasi für uns gefisselt. Komm, mal sleeven können wir so trotzdem, oder? Ja, nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Gut, brauchen wir nicht. Wird eh wieder gemischt. Ja, macht da auch keinen Sinn mehr. Schade. Also, dann wissen wir das schon mal zumindest. Okay, also ist auf jeden Fall eine nette Möglichkeit, an zusätzliche Skills zu kommen. Ja. Sehr cool. Auch wenn die teuer sind. Ja. 3-4 Experience Points. Das heißt, da muss das heißt, es gibt auch noch Möglichkeiten, ohne Probleme an weitere Experience Points zu bekommen, zu kommen. Ja, schön. Ja. War das jetzt eigentlich die 012, die wir gerade gemacht haben? Nee, es war jetzt noch von deinem. Nee, war das jetzt von deinem oder die 012? Das war diese Aktion von dem Ding. Okay. Ah, richtig, genau. Aber jetzt kommt ja noch die 012. Das, ja, die das wir noch angehen wollen. Wenn wir das machen wollen, jetzt gleich. Ja, warum nicht? Ja, wenn wir können, schon da unten stehen. Wir sind zu dritt da ich und dann vollständig noch. Ich könnte auch erstmal gucken, diese Sieger drauf. Ich kann eine Karte ziehen und ich brauche 2 Erfolge. Einen hast du schon? Einen habe ich schon. Gut, nee, dann würde ich sagen, erkunden wir tatsächlich erstmal. Oder wir kümmern uns um Georgs Wunde. Wobei, also wenn wir Karten ziehen, dann kann die ich auch nehmen, weil ich habe jetzt keine mehr, wenn ich das richtig sehe. Genau, ich habe alle verbraten. Ja, ich könnte theoretisch auch eine bei mir craften. Ja, dann mach die, das die Frage ist diese Feuerstelle. Ich habe jetzt keine Feuerstelle mehr in meinem Vorrat. Kann ich die trotzdem? Baue ich dann eine von euch, oder? Ich denke, wenn wir mithelfen, dann kannst du das machen. Okay, aber wollen wir da überhaupt deine haben? Da wollen wir ja keine, oder? Nee, da wollen wir keine haben. Also, das heißt, das macht keinen Sinn. Das ist eine Handkarte. Ich könnte höchstens das Raft bauen. Das macht aber keinen Sinn, weil du momentan dein Ding da sowieso auf 6 hast. Ich könnte höchstens im zweiten Slot anfangen mit einer 4, weil wir haben hier auch diese Ressource. Das heißt, ich würde momentan für 3 Karten könnte ich das Floß bauen. Dann würde ich das nämlich machen. Hier das als 4. Ach, guck mal da haben wir doch was Schönes. Oho. Ach, guck mal, zum Heilen und zum Feuerstellen vergünstigen. Das würde aber tatsächlich dann gucken... Würde das ist ein Georg geben. Vigilance. Ja, würde ich tatsächlich fast dem Georg geben. Ja. Dann Vigilance im Willen. Kann sich der Georg nämlich auch selbst heilen. Ja. Ja, komm, dann geben wir doch das Georg. Ja. Yay. Dann müssen wir nur, würde ich sagen, diese Erforschungsaktion, die machen wir jetzt mal ohne Georg.